Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, hier am Horde-Tag, der irgendwie einen Tag nach hinten versetzt ist. Aber wir haben gut platt gemacht. Wir haben alles zurückgeschlagen, sind in der Früh nach außen, um dementsprechend noch ein bisschen Stuff abzugreifen. Da. Unsere Munitionsvorräte sind ein bisschen wieder zusammengeschmolzen, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Das normale unten drin. Na du Kleiner? Nee, doch nicht. So, und da drüben sind sie auch, weil die wollen nämlich an mein Essen ran. Auch sein, dass da oben welche sind, aber jetzt heißt es wieder mal aufräumen. Ja, es macht so verdammt viel Spaß. Aber wir sind Level 39. Krass, krass, krass. Und aufräumen heißt's. Danach heißt's Scrap sortieren. Ja, den da hinten lassen wir jetzt mal hier, wie gesagt, ein bisschen. Das muss ein Dicker gewesen sein, der hat auch ein Teufchen hinterlassen. Aber souverän gelöst. Ich wurde zwar von dem Hund gebissen, zweimal. Und ein Spider ist hier irgendwie durch die Wand reingebackt ins Haus. Aber ich weiß nicht warum. Alles drum. Die überlebt Hammer. Da die ganzen Hügelchen machen wir jetzt noch schnell weg. Sieht man da halt, was ich alles draußen erledigt habe jetzt. Aber komischerweise, das Ganze war Nachtrag 35. Finde ich ein bisschen seltsam, das Ganze, wann die Horden hier kommen und wann nicht. Und ja. Aber so weit, so gut. Wie gesagt, wir haben es überlebt. Also somit keine weiteren Probleme. Können wir hier ein bisschen wieder weiterbauen. Wir können dann unsere Waffenteile mal aussortieren. Wir haben nämlich auch nice stuff. Sniper Receiver, und ich glaube sogar, das war das letzte Teil, was uns für die Sniper Rifle fehlt. Geht eigentlich nur noch, dass wir 762 Bullets können wir machen, geil. Dann fällt die Hunting Rifle einmal komplett außen. Aus dem Sortiment raus, weil die natürlich schnell schlechter ist als die Sniper Rifle, und darüber hinaus, wir können sie nicht mal bauen. Bis jetzt noch kein Buch dafür gefunden, immer noch nicht. Aber das ist jetzt cool, jetzt können wir endlich weiter suchen nach den letzten Teilen für unser Minibike. Ja, hinten, da sieht man schon, da hat es ordentlich Schaden hinterlassen. Wo die quasi drüber gelaufen sind. Die sind am Anfang alle von hier hinten kommen und hier seitlich vorbeigelaufen. Und anscheinend kassieren jetzt die Woodlock Spikes wieder Schaden, sobald quasi sie selbst Schaden verursachen. Finde ich ein bisschen dämlich wieder, aber. Weil warum soll ein fetter, massiver Holzspitz mit Stahlspitze Schaden kriegen, wenn dicker Kerl drüber läuft. Naja. Ist halt so. Okay, den einen dicken Zombie, den hat's hinten zerrissen. Der hat uns einen ganzen Spike rausgerissen aus dem Boden. Das ist auch sehr interessant. Heißt, dicke Zombies immer, bevor sie in die Luft gehen, entsorgen. Oh, heile, heile Segen. Das ist auch interessant, ich habe noch gar nicht gewusst, dass. Ach, da oben haben zwei Wandertag. Ich wusste gar nicht, dass das Repair Tool auch
kaputt geht, wenn man Zeug repariert. Oh, die lassen wir mal laufen. Wir haben hier noch genügend zu tun, können wir uns jetzt nicht schon wieder hier mit anderen Spackos befassen. Ich denke jetzt so nach zwei Staffeln 7 Days to Die. Ah, was sage ich denn? Ja, das ist jetzt, stimmt doch, zweite Staffel 7 Days to Die. Es ist sehr empfehlenswert, ganz am Anfang bloß vor. Oh. Ganz am Anfang vorübergehend sich so ein Haus in der Stadt zu suchen, ist ganz okay. Danach sollte man sich schleunigst irgendwo selbst eine Bude bauen und die wirklich hart verstärken. Also ich denke, wenn man hier in so einem Stadthaus bleibt, da ist man, da geht's gerade noch so vielleicht am Anfang. Aber es gibt ja genügend Leute auch, die hier so Wildhüterhäuser übernehmen oder die ein bisschen ausbauen. Und da stehe ich sehr skeptisch gegenüber, die Wildhüterhäuser. Das ist eher wie eine Todesfalle. Na, was los, Mädel? Deine Kumpels waren hier vorher, ja? Die wollten ohne dich Party machen. Wenn wir nachher hier auch den Boden ein bisschen ausbessern, glaube ich mal. Jetzt hier ja nicht den Müll kaputt hauen. Da hat die nicht mal was dabei. Okay. Sieht schon ganz fein aus. Müssen wir die hintere Seite noch reparieren und dann. Also es ist wesentlich mehr los als in der Alpha 11. Also das ist mit Sicherheit zu sagen. Oh, sind meine Kartoffeln fertig? Ja, Potato. Das ist natürlich geil. Die können wir gleich mal scrappen, das weiß ich eh, dass das Mist ist. Magnum Grip auch. Und der Zylinder. Lass mal kurz, den weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und wir hatten hinten noch einige Waffenteile. Hab ich noch in den Müll reingepackt. Machen wir 20 Kartoffeln. Wir packen mal einen ganzen Haufen Kartoffeln hier in den Boden. Shotgun, sehr geil. Aber das sage ich ja schon die ganze Zeit immer. War das vorher doch passend, dass sie. Ja, das wollte ich zwar jetzt gerade eigentlich nicht, aber. Dann war das vorher doch ganz passend, dass ich das Repair Tool repariert habe. Mit was repariert man eigentlich ein Repair Tool? Mit einem Repair Tool oder? Uhaha, ich weiß, schlecht, aber. Ja, schlecht, aber lustig. Oh, feine, feine. Da müssen wir nochmal einen neuen Spike reinsetzen. Aber da haben wir noch zwei drin. Ah. Könnte ich sogar, glaube ich, noch eine dritte Reihe an Spikes rumsetzen. Das würde, glaube ich, auch noch gehen. So, nice. Inzwischen sollten unsere Kartoffeln fertig sein, genau. Wäre hier noch voll zum Kartoffelbauer. Ah, da muss doch auch noch eine Kartoffel hin. Mag er nicht. Ein bisschen strange, das System hier zum Anpflanzen.
Ja, oh, da habe ich aber einen großen Abstand gemacht. Oh, ist das beruhigend, so nach einer schönen Angriffswelle hier von Zombies erstmal. Pflanzen. Oh, sehr geil. Bräuchte ich aber, habe ich die Harke dabei? Nee, habe ich gar nicht dabei hier. Oh. Ja, klasse, habe ich wieder die Frames weggeschmissen. Das ist gut möglich. Hier. Na? Ja, was ist denn los? So, ich brauche eine Hacke. Oh, da haben wir auch schon geilen Stuff. Also das wird wirklich geil, geil, geil. Korn, Korn, nehmen wir auch gleich noch mal ein bisschen was mit. Und Potato. Ja, da muss ich nachher nochmal groß aussortieren. Aber jetzt geht es mir erstmal um die Ho. 80, ne, um Gottes Willen. So, maximal. Kartoffeln wieder dabei. Okay, alles safe. 17 Uhr. Nein. Warum geht das hier nicht? Jetzt doch auch. Aber hier ist doch eigentlich Clay, oder? Was haben wir hier? Ach, okay. Ich habe da hinten so im Abstand. Habe ich das angepflanzt und so funktioniert das aber nicht, wie ich es jetzt gerade machen wollte. So, man braucht hier immer einen Abstand zwischen den Feldern und ich habe da hinten zwei und wenn ich da dann noch mal eins reinlegen will, geht das natürlich nicht. Bisschen was anpflanzen. Ja, was ist denn das? Kann man da echt, nur weil hier die dummen Plantfibers dran liegen, Boden nicht bearbeiten? Das ist möglich. Muss ich das mal hier wegkiten? Geht's noch oder was? Muss mal wieder Rattenfänger von Hamel durchlaufen und das Zeug hier aufsammeln da. Oh, 18 Uhr haben wir schon. Ja, schauen wir mal, dass wir unsere Kartoffeln hier verstecken. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Mais dazu, genau. Bei Mais müsste ich jetzt hier gar nicht mal so ansehen, aber es sieht besser aus, finde ich, und man hat eine gewisse Ordnung drin. Oh,
aber 19 Uhr. Ich möchte dann noch schnell nach oben, nämlich und ein bisschen Stew aufsetzen. Ich aber nicht mehr schaffen. Oder wobei, wir haben 22 Uhr, kommen erst die Bösen wieder. War doch ein Hund, oder? Ach, und Kaffee hätte ich eigentlich auch noch. Aber wenn ich jetzt dann Grain Alkohol machen kann, dann ist mir das mit dem Kaffee relativ Wurst. Reicht. Was sind das denn jetzt hier? Oh. Und der Dreck, den die Schwester hier vorher schon wieder da gelassen hat. Weißt du, hier mal Flawless Shotgun direkt aus dem Zombie raus. Hammermäßig. Jetzt nicht sonderlich gut sein. Was ist es nicht gut? Pur. Die können wir scrappen. Können wir die gleich hinterherjagen und dann noch hier den grünen. Ah, wobei den könnte ich in die andere reinbasteln. Okay. Ja, auch gleich durch. Gibt's wieder Scrap. Das ist schön, das ist schön. Ein paar Minütelchen haben wir noch. Da Magnum Frame, die kann ich scrappen soweit. Mal kurz. Müsste ich mal jetzt ganz kurz hier bloß reinschauen. Wo machen wir das? Shotgun Parts. Ja, okay, ich habe eine lilane bekommen. So, weg damit. Was soll der Spaß? Lilane Shotgun. Nochmal eine. Achso, das ist die. Dann kann ich die blaue hier eigentlich schon scrappen. Wow, komplett blau. Okay, lassen wir mal. Fange ich hier schon wieder zum Überlegen an. Wie halten kann und was hier noch nice wäre. Faszinierend. Okay, hier sind ein paar Bullets noch drinnen und 21, das heißt, ich komme nicht mehr ganz hinter. Haben auch noch einen Grip drinnen, also können wir den nochmal scrappen. Edo, Monedo. Oh, das lasse ich jetzt mal da. Magnum, ne, Pistol. Das ist meine komplette Shotgun, oder? Ja, die hat noch ein bisschen. Flawless Shotgun, okay. Die tun wir auf Habenseite. Flawless Sword auf Shotgun. Habenseite, klar. Shotgun Shells dazu. Dann, ohne Witz, tschüssi. Ne, warte mal. Ja, man bringt mich um, das ist ja dann erst. Ja, wir haben zwei.
zwei lilane Shotguns. Dann kann ich beide scrappen. Oh, es ist schön, wir haben Nacht. Ich habe noch die... Ah, ich habe noch die Ding draußen, die... Frames. So, jetzt kann ich hier weitermachen. Ich brauche hier mal Platz. Ich brauche Platz zum Überlegen. Gut. Wir haben Complete Flawless Shotguns. Pistol haben wir hier, wahnsinnig. Aber ich wollte, glaube ich, schauen, was hier noch reinpasst. Okay, den Magnum Grip. 505er. 90er, ja, der bleibt. Blauer Lauf, alles klar, den klopfen wir rein. Dann hatte ich irgendwo noch einen Zylinder, aber einen besseren. Habe ich den jetzt wieder draußen lassen? Da ist er. Da ist er, die Kartoffeln tun wir mal kurz hier rein. Gut, hauen wir nochmal die Magnum hier rein. Blauer Zylinder mit rein und die besseren Parts. Ach, die sind egal, okay. So. Und dann können wir uns nochmal eine 44er machen. Natürlich den besseren Grip. 589. Top. Die guten Parts. Blaue Magnum Heck, also das ist ja gigantisch. Wir sind hier One Man Army. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, was das war. 227, 231. Okay, dann können wir das andere Zeug scrappen, genauso die Shotguns. Der Airmann raged innerlich. Oder soll ich in jedem Häuschen irgendwo eine lila Knarre verstecken? Das wäre natürlich auch noch die Möglichkeit. Okay. Bei Magnumsis. Sword of Shotgun. Mal Shotgun. Ach. Das nehme ich mal raus, das kann man vielleicht noch ins andere verbauen. Ansonsten hinfort. Magnum. Und noch Pistol. Ich hab glaubt, ach, das vorher waren alles so scheiß Pistols. Ah, genau. Okay. Nur mal kurz gucken. Das sieht man leider nie, was es ist. 514. 523. Ah, haben wir doch schon was Besseres. Jetzt eigentlich beide lila oder? 10, 570. Ich glaube, die ist absolut immer die 570. 10mm Bullets, die können wir gleich verhackstücken. Alles verbrennen, mit dem können wir aufwerten. Bullets haben wir, was zum Schießen haben wir. Hier haben wir noch was, ein Sniper Receiver. So, dann nehmen wir die Kartoffeln mit hoch, das nehmen wir später mit raus. Das nehmen wir mit. Kugeln. Das
ganze Zeug nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Jo, soweit fertig. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sind inzwischen absolutely overkill, hätte ich mal gesagt. Genau, wir werden hier noch ein bisschen Ackerbau betreiben und hier noch ein bisschen ausbauen und dann noch den Motor fürs Minibike suchen. So in die Richtung. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt schon, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.